Hi, ich bin's, Marc von Aus dem Leben gefilmt. Und heute geht's um ein ganz anderes Thema. Ich habe lange im Internet nach einem passenden Video gesucht, wurde selber nicht fündig. Ich suchte eine Lasergravurmaschine, um meine Produkte, um mein Equipment mit meinem Logo zu versehen. Und da bin ich fündig geworden nach langer Recherche. Und den will ich euch nach dem Intro mal zeigen. So, ich habe hier diesen KK Moon 3000 Milliwatt Laser bei Amazon gefunden für nur 129 Euro und er hat relativ viele doch negative Bewertungen, die mich erst stutzig gemacht haben, aber fast jede Gravurmaschine hat viele negative Bewertungen und das habe ich nicht verstanden. So, dann habe ich mir den kleinen Kerl trotzdem mal gekauft, dachte ich mir, komm, kannst du aber wieder zurückschicken, kam per Amazon Prime und ich war absolut begeistert. Also wirklich, ich arbeite mit Mac, stand auch nicht dabei, aber ich habe es einfach mal ausprobiert. Der wurde mit einem USB-Stick geliefert, wo die Software drauf war, also auch nicht mit CD oder so, weil zum Beispiel MacBook Pro hat gar kein CD-Laufwerk mehr. Ja, das fand ich gut, also er direkt auf USB-Stick und der kam super geil verpackt bei mir an. Der hätte, glaube ich, auch aus dem Hochhaus fliegen können und dem wäre nichts passiert. So gut war der eingepackt. Das Einzige, was ich machen musste, waren hier die vier Schrauben für diese grüne Sicherheitsplatte, damit man sich die Augen nicht wegblitzt, dran zu schrauben und dann konnte ich schon loslegen. Die Software war mega intuitiv. Ich hatte nicht einen Absturz, keine Hänger oder andere Probleme. Ich konnte direkt loslegen, mein Logo reinladen und zack, hat funktioniert. Also wirklich ohne Probleme. Ich zeige euch mal so ein Beispiel, wie das ausgesehen hat. Hier, ich zeige euch mal, ich gucke mal, hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ja. Ist jetzt ein Karton, ein Testkarton. Hier habe ich es in einen Holzklotz. Ich brauche für Produkte von mir solche Holzklötze. Das ist ein Ständer für ein Produkt. Und da ist immer mein Logo unten drunter. Da laser ich das rein. Es hat super funktioniert. Dafür braucht es eine Fläche von 8x8 cm, die der schafft. Und das Geile bei diesem Laser ist, dass man ihn einfach überall draufstellen kann. Also da bewegt sich noch selber der Laserkopf und nicht nur irgendeine Grundplatte, dass ihr eingeschränkt seid, wie dick das Produkt sein muss, das ihr lasern wollt. Das ist nämlich bei fast allen anderen Herstellern der Fall, dass sich unten eine Platte bewegt und der Laser starr ist. Das ist hier nicht der Fall. Der Hersteller gibt an, dass die Mindestgravurgröße 1 mm beträgt. Zu fein sollte es nicht sein, habe ich ausprobiert. Aber man kann halt super, wenn ihr irgendwie USB-Sticks für eure Kunden habt, die ihr mit eurem Logo versehen wollt. Oder whatever. Ja, also dafür fand ich das relativ praktisch, weil es auch nur 129 Euro mit Versand gekostet hat. Und man muss lediglich bei jedem Werkstück neu gucken, weil jede Art von Material hat eine andere Dichte. Und da muss man dann einstellen, wie lange soll der Laser, also wie langsam soll der fahren, wie viel Zeit soll der sich zum Einbrennen nehmen. Das müsst ihr selber in dem Programm einstellen. Geht aber auch ganz einfach. Und ich zeige euch jetzt mal kurz ein paar Ausschnitte. Das habe ich mit dem Handy gefilmt, wo der am Lasern war. Da seht ihr ungefähr, wie das funktioniert. Ja, ziemlich einfach. Man muss halt nur aufpassen, dass man echt nicht reinguckt, weil das halt sehr gefährlich für die Augen ist. Ja. Also ich selber bin leider auf kein gutes Video gestoßen. Mich wundern auch die negativen Kritiken im Internet, die ich über diesen Laser gelesen habe, weil ich sie absolut nicht verstehen kann. Ich bin total zufrieden, habe noch gar keine Probleme damit gehabt und deswegen wollte ich euch den einfach mal empfehlen. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann.